Servus, grüß euch miteinander, da ist der Markus mit einem neuen Video und zwar habe ich heute wieder ein bisschen was gebastelt. Und zwar ist zwar jetzt nicht schön und werde ich ja gleich noch verbessern. Ist das Teil? Ja, das ist meine Bügelsäge. Ja, wenn euch interessiert, warum und weshalb das Ding so ausschaut, dann bleibt es dabei. Meine Bügelsäge und zwar ja, die klassische, die kennt man ja, mit so einer Art Doppel-T. Stück oben eine Schnur gespannt, eingedreht, somit bringt man Spannung aufs Sägeblatt. Wollte ich mir heute auch bauen, aber jetzt wird es dunkel. Ja gut, noch nicht ganz, aber für das, was ich machen wollte, ist schon zu spät. Und ich habe mir gedacht, jetzt überlegst du mal schnell, wie kannst du eine Säge bauen, die wo ja, vielleicht nicht so einen großen Einsatzzweck oder Einsatzbereich hat, aber trotzdem funktioniert. Ja, ich habe vorher noch ein bisschen was anderes basteln, dann ist mir gekommen, hey, so ein frisches Buchen, so ein Buchenast, der lässt sich doch gut biegen. Klar ist jetzt da oben ein bisschen aufgeplatzt, kommen wir aber gleich dazu, aber ich habe jetzt hier auch eine einfache Säge aus einem Stück Holz. Das Ding ist ungefähr in 3 Minuten baut, sage ich jetzt einfach einmal. Und die Verbindungsstücke sind wie bei der normalen Bügelsäge auch. Ich habe da so ungefähr 51 oder 50 cm langs Sägeblatt, am Ende sind Löcher, zeige ich gleich noch in der Nahaufnahme. Ja genau, also da haben dann die Einkerbungen drin und einfach ein Stück Holz durchgesteckt. Da habe ich es gespalten in der Mitte und das war es eigentlich auch schon. Genau, jetzt zeige ich einmal, wie die funktioniert und dann werden wir das Ding einmal noch optimieren. Ja, wie sagt man so schön, ich habe da mal was vorbereitet. Ich säge jetzt einfach einmal mit dem Ding ja, das Holzstück ab. So. Wo man ein bisschen aufpassen muss, weil man jetzt ja doch den Winkel da drin hat, ja, dass man vielleicht Handschuhe anzieht und mit dem Sägeblatt nicht so in Berührung kommt. Ist jetzt, sage ich mal, geeignet für Holzdurchmesser bis so 6, 7, 8 cm, weil sonst berührt man immer wieder ja, den Ast oder einmal die Finger. Genau, jetzt optimieren wir das Teil einmal noch. Ja, wie man sieht, ist da das Holz gesprungen und mein Plan ist jetzt einfach, dass man nochmal ein Holzstück nimmt, ein bisschen dünneres, was sich leichter birgt und da mit einer Schnur drauf bindet, somit erhöht man wieder die Spannung von der Säge, beziehungsweise die ist eh schon ziemlich krass, aber dann ja, funktioniert das vielleicht nur ein bisschen besser oder sie hält auch länger. Das machen wir jetzt einmal. Ja, ich werde jetzt versuchen, der ist auch ziemlich biegsam, dass ich das da mehr oder weniger da wieder drauf bin und somit habe ich noch mehr Steifigkeit. Ja, wenn es jetzt vielleicht nicht gebrochen wäre, bräuchte ich das gar nicht. Ich bräuchte es ja jetzt vielleicht nicht für einen Einsatz von ein bisschen Holz schneiden, aber ja, ich mache es jetzt einfach einmal. Ich habe jetzt heute leider nur ein Ding dabei, Paracord. Habe sogar noch irgendwo ein paar Stücke. So. Damit das Ganze jetzt natürlich schöner wird, wickle ich das jetzt rum. Ich hoffe, es hält soweit. Immer schön auf Spannung halten, das Zeug. So, ich klemme das jetzt eigentlich bloß da rein. Gehe vielleicht nochmal durch und schneide es ab.
So schaut jetzt meine Säge aus. Das soll es auch schon gewesen sein. Mal, ja, keine Ahnung, habe ich noch nirgends gesehen. Darum haben wir gedacht, war doch eine coole Idee. Auf jeden Fall, sie funktioniert, wie ihr es gesehen habt. Ist schnell gebaut und ja, wenn man die Powdercard weglässt, vollkommen recycelbar. Ja, genau. Nur ein kleiner Tipp, wenn ihr zum Beispiel eine längere Isomatte dabei habt, also eine Schaumstoff-Isomatte, wichtig, keine aufblasbare. Ich habe jetzt zum Beispiel die Satellite, dann lege ich das einfach zwischen die Falten mit rein, das Sägeblatt, dann ist es sauber aufgerammt oder auch eine zum Rollen, EVZote oder keine Ahnung, ist ja wurscht, funktioniert genauso. Ja, das war meine einfache und primitive Bügelsäge. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Was würdet ihr vielleicht noch verändern oder keine Ahnung, gibt es noch andere Varianten, vielleicht wisst ihr sowas. Darf mich auch interessieren, weil ich bastel ja gerne, also darf mich wirklich interessieren, nicht bloß das, was drunter schreibt. Ja, genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video und macht es gut, bis bald.